Zu Penny gehen, das ist, als setz ich mich ins Kino rein. Und auf der Leinwand rennen Leute hin und her. Bei manchen siehst du gleich, die haben's schwer. Und sie können nicht mehr. Diesen Laden gibt es wirklich auf der Reeperbahn. Du kriegst fast alles, was du brauchst, rund um die Uhr. Und siehst die Leute, wie sie sind, ganz pur. Ihre Runden drehen und Schlange stehen. Zu Penny gehen wegen zwei Bier oder nur um ein. Auch wenn ich nix brauch, komm ich zum Gucken einfach so vorbei. Bei Penny wehen Gerüche wie in einem Wartesaal. Parfum, Rauch, Putzmittel und Schweiß mit Alkohol. Und auch die Hunde fühlen sich hier wohl mit dem Blumenkohl. An der Kasse sitzt eine Dame, die gerät in Streit mit einem Kunden, den sie auch schon ewig kennt. Der schreit, er habe ihr den Bon längst zugesteckt, doch der Bon ist weg. Bei Penny drehen sich alle um, wenn's wieder lauter wird, wie das so ist bei der Familienstreiterei. Und diesmal kommt sogar die Polizei. Doch der Bon ist da, alles klar. Zu Penny gehen, wegen zwei Bier oder einem Ei.